In vielen Regionen in der Mitte haben wir nicht nur die stärkste Schneedecke des Winters oder der Wintersaison, sondern auch die verbreitetste Schneedecke an der Luftmassengrenze. Es hat ganz schön geschneit und es schneit weiter. Grüße Sie und grüße euch. Beim Valentin hier im Teutoburger Wald auf genau 333 Meter Höhe hat er geschrieben 10 bis 15 Zentimeter Schnee. Da hat es ja noch nicht aufgehört zu schneien. Schnee gab es auch, wie hier bei Maxim in Leipzig. Auch der Michael aus Leipzig hat geschrieben, es hat hier dann einfach angefangen zu schneien. Beim Robin gestern schon in Paderborn. Ich fand das Foto irgendwie so süß hier mit dem Hagebutten-Tieftaucher, der da schaut und denkt sich, Mensch, es sollte doch Frühling sein. Und auf der anderen Seite auch die ganzen Krokusse denken sich, hallo, wir wollten doch Frühling haben. Da liegt Schnee, da ist ja auch noch einiges dazugekommen. Beim Thorsten in Lüdenscheid im Sauerland hat es auch angefangen zu schneien. Da gab es ja noch viel, viel mehr obendrauf. Im Sauerland beispielsweise gab es ja verbreitet die höchste Schneedecke der Wintersaison bisher. Und der Alexander hat auch geschrieben, haha, in Köln, wohlgemerkt, hat es geschneit und 1 bis 2 Zentimeter Schnee hat es hier gegeben. Und dann noch ein Bild aus dem Harz, ebenfalls mit jeder Menge Schnee. Und das lassen wir hier für den Hintergrund. Und es schneit teilweise weiter. Und gestern habe ich in meinem Off-Video gesagt, wer nicht Auto fahren kann, soll oder muss, sollte daheim bleiben. Und da haben sich manche ein bisschen echauffiert darüber, dass sie fahren müssen. Und das sei von mir aus arrogant gewesen. Ich bin ganz bestimmt nicht arrogant, was das Autofahren angeht, bei solchen Witterungsverhältnissen. Ich weiß das selber noch. Ich bin 80.000 Kilometer im Jahr gefahren und von irgendwelchen Schalten Freitagabend heim, da musste ich noch 500 Kilometer fahren. Und es war alles voller Schnee und man hat 10 Stunden heimgebraucht. Das dankt dir niemand. Ich kann das verstehen, wenn man dann fahren muss. Ich habe nur die gemeint, die eine Fahrt verschieben können, sollen es dann vielleicht in dieser Nacht lassen. Und natürlich denken wir alle daran, dass die Brummis fahren und auch die Auto fahren müssen, durch diese widrigen Nächte und auch Tage fahren müssen, natürlich in Gedanken bei euch sind. Das ist fies dann da draußen. Und es geht so weiter mit dem Schnee. Wir hatten übrigens bisher Schnee in diesem Winter, in dem meteorologischen Winter vom 1. Dezember bis zum 28. Februar. 14,3 Tage deutschlandweit gemittelt. Die meisten im Südosten und auch im Nordosten. Im Nordwesten gab es die wenigsten. Da ist jetzt ja was dazugekommen. Und im Vergleich zum langjährigen Mittel sind wir hier gelandet, vom Trend her sogar minimal über dem doch sehr niedrigen Trend der vergangenen Jahre. Und es kommt ja in diesem Monat noch etwas dazu. Und nach dem amerikanischen GFS-Modell wird morgen früh um 7 Uhr diese Schneedecke hier vorhanden sein. Nach dem europäischen ECMWF-Modell wie fast immer deutlich mehr in den Bereichen und nach dem kanadischen GEM-Modell auch in diesen Gebieten. Das heißt, von den Mittelgebirgen an nordwärts bis in den Süden der norddeutschen Tiefebene haben wir es dann wieder mit Schnee und Glätte zu tun. So auch heute früh und heute Vormittag mit starken Schneefällen, die aufkommen. Die bringen verbreitet noch von den Niederlanden, südliche Niederlande, NRW, Hessen und auch im Süden von Niedersachsen, in Thüringen, südwestliches Sachsen, Franken, teilweise der Oberpfalz, auch starke Schneefälle. Das geht aber mehr und mehr in Regen über und es besteht die Gefahr von Schneebruch. Außerdem dort, wo der Schnee geräumt wurde, zum Beispiel in höheren Lagen, Eifel, Westerwald, Hunsrück, Taunus und so weiter, da kann das Wasser dann nicht abfließen und es bilden sich riesige Wasserlachen. In den Abendstunden haben wir dann starke Regenfälle in den Bereichen mit lokalen Überflutungen. Im Norden gibt es weiterhin Schnee, im Süden stark bis stürmisch auffrischenden Wind. Und das Ganze wird in der Nacht und am Donnerstagmorgen noch intensiver werden. Teilweise kommen Gewitter dazu. Wenn da so Schauer und Gewitter durchziehen, da prasselt es runter. Der Regen kommt waagerecht daher. Gleichzeitig regnet es auch in den Gebieten, wo es vorher geschneit hat und die Schneezone verzieht sich oder zieht sich ein bisschen weiter in den Norden. In den Bereichen, da denken wir an die Auto- und Brummifahrer, die da fahren müssen. Wer nicht fahren muss, sollte es bitte lassen. Aber es wird nicht besser die nächsten Tage. Aber dazu kommen wir gleich.
Schauen wir jetzt kurz zurück auf den Niederschlag von gestern im Bereich der Luftmassengrenze. In der Mitte gab es die stärksten Niederschläge in Sachen Sonnenschein, genau umgekehrt logischerweise. Richtung Küste und Richtung Alpen war es am freundlichsten, im Alpenvorland sowieso mit Sonnenschein war es hier richtig frühlingshaft. Die Temperaturen lagen in der Nacht, die Tiefstwerte im oberen Erzgebirge und im Harz bei minus 4, im Südwesten bei plus 4 Grad und die Höchstwerte bei 0 Grad im Bereich der Mittelgebirge und 10 Grad gab es im Südosten. So geht es weiter von der Wetterlage her. Da haben wir noch diesen riesigen Arctic Outbreak über Nord- und Nordosteuropa liegen. Auf der anderen Seite über Südeuropa die Wärme. Wir liegen dazwischen und ihr erkennt hier so eine Linie, so einen Keil. Darunter verbirgt sich die Luftmassengrenze in der Höhe und auch in 1500 Meter Höhe im Norden kalt. Im Süden mild. Das wird sich mal so ein bisschen ändern. Wir kriegen ein kleines Randtief, das in der kommenden Nacht und am Freitag über uns hinwegziehen wird. Das wird erst milde Luft bringen und dann wieder kalte Luft. Und auf der Rückseite sind wir dann am Samstag und Richtung Sonntag kommt schon wieder die nächste Wärme von Südwesten herangezogen. Zuvor ist es relativ kalt und dann zu Wochenbeginn wird es mild. Ein Tag wird dabei sein, wo wir die 20-Grad-Marke überschreiten können. Das wird der Montag sein und am Mittwoch trugt das Ganze wohl langsam wieder aus. Von Nordwesten und Norden sickert dann wieder kältere Luft zu uns. Das kommt alles nicht zu. Es geht rauf mit den Temperaturen, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Und das wird sich wohl noch eine Weile so ziehen. Mit den starken Niederschlägen geht es heute Vormittag weiter. Von Südwesten her starke Schneefälle, die dann mehr und mehr in Regen übergehen. Auf der Nordseite der Mittelgebirge und auf der Nordseite übrigens des Tiefs, wo wir in der kalten Luft sind, da schneit es wieder oder weiter. Und im Süden klaffen größere Wolkenlücken auf, wo mal die Sonne herauskommt. Entsprechend haben wir im Norden Wolken, Sonne und einzelne Schneeschauer. Dann diese starke Schneefallzone mit Werten von um den Gefrierpunkt. Südlich davon geht das alles in Regen über. Ein paar Wolkenlücken in Alpennähe, im Südosten Österreichs auch Sonnenschein. Entsprechend staffeln sich die Temperaturen auf 8 bis 15 Grad in den milden Gebieten. Morgen Vormittag haben wir Regen in der Mitte und im Süden, zumindest ein paar Regenfälle. Im Norden ist nicht mehr so viel Schnee dabei. Das wird am Nachmittag wieder ein bisschen mehr werden, teils in den Niederlanden und auf der Nordseite dieses Niederschlagsgebiet. Hier im Südosten längere Zeit Sonnenschein und da kommt schon wieder das neue Tief herangezogen. Entsprechend haben wir morgen im Süden Sonnenschein und harmlose Wolken. Vorübergehend sind hier bis zu 17 Grad drin, sonst 7 bis 15 Grad. Im Norden Schneeregen und noch etwas Schnee, südlich davon Regen. Es ist auch deutlich kälter und auch im Südosten Österreichs übrigens bis zu 17 Grad. Und dann kommt der Freitag. Da ist noch mal richtig Musik drin. Auf der einen Seite Schneefälle im äußersten Norden und die werden hier wohl auch bleiben. Ansonsten kommen wir in die milde Luft rein und ihr seht hier so verschiedene Knicke. Und das sind die Tiefs, die mit ihren Fronten oder das Tief, das mit seinen Fronten reinzieht und diese schwarzen Linien, die Linien der Isobaren, der liniengleichen Luftdrucks. Je enger die liegen, desto windiger ist es am Vormittag. Und am Nachmittag liegt das Tief hier über den Niederlanden. Nördlich des Tiefs in Schleswig-Holstein starke Schneefälle, die dann um dieses Tief herumkommen, über die Nordsee und später wieder nach Holland reinziehen. Im Vorfeld Schauer, teils Gewitter, die dann später zumindest in den westlichen Mittelgebirgen wieder in Schnee übergehen werden. So ist es ein ziemlich regnerischer Freitag mit Gewittern durchsetzt. Im äußersten Norden starker Schnee und Schneeregen. Auch wenn wir hier zum Beispiel 1-2 Grad plus haben, es schneit so intensiv, dass es mehr schneit als taut. Da besteht dann wieder die Gefahr von Schneebruch und natürlich auch Glättegefahr, weil der ganze Matsch auf den Straßen liegen bleibt. Im Südosten ist es eine Spur freundlicher. 7 Grad in den westlichen Mittelgebirgen, Höchstwerte werden am Vormittag erreicht. 17 Grad im Osten Österreichs, im Norden Deutschlands kälter. Außerdem Windspitzen von 60 bis 90 Kilometer pro Stunde. Am Samstag kommt die Polarluft herangezogen. Die bringt in Alpennähe anfangs Schnee, später noch einzelne Schneeschauer. Im Norden auch ein paar Schneeregen, Schnee- und Graupelschauer. Da kann auch mal ein Gewitter dabei sein. Bei minus 1 bis plus 8 Grad auf der Alpen-Südseite ist es ein bisschen milder. Und am Sonntag kommt dann schon wieder mildere Luft herangezogen. Im Nordosten kalt mit Schauern 1 bis 7 Grad und windig. Im Südwesten geht der ganze Siff dann wieder in Regen über den tauenden Schneeflächen bzw. durch die Erwärmung haben wir dann wieder Nebel. Also sehr ungemütlich bei 5 bis 12 Grad. Lasst uns kurz in die neue Woche schauen, so Pi mal Daumen vom Trend her. Am Montag im Nordosten die Restkälte mit Schnee, der gegen Abend wohl in Regen übergeht. Ansonsten Wolken, Sonne, Schauer und Gewitter bei 8 bis 15. Im Süden
16 bis 22 Grad, die theoretisch vom Hochrhein über das Allgäu bis ins oberbayerische Alpenvorland und nach Niederbayern drin sind, gilt auch für die Alpenländer auf der Alpennordseite bedingt durch Föhn. Am Dienstag haben wir dann hier ein Regengebiet liegen. Die Schneefallgrenze sinkt wieder auf deutlich unter 1500 Meter Höhe. Sonst kommen Schauer auf, die zum Teil wieder in Graupel und Schneeregen übergehen. Örtlich sind Gewitter dabei, im Norden kühl, im Süden milder. Und am Mittwoch sickert dann die kältere Luft wieder herein mit Schneeregen, Schnee und in tiefen Lagen noch Regen. In den Mittelgebirgen ist es durchgehend Schnee bei 0 bis 10 Grad, auf der Alpen-Südseite bis zu 14 Grad. Es ist und bleibt Musik drin. Die Ensembles sehen wie folgt aus. Die 2-Meter-Temperaturen für den Norden. Die Werte pendeln bei um die 0 Grad. Dann gibt es einen Knick nach oben und dann geht es weiter. Das sind eher durchschnittliche Temperaturen. Der sogenannte Hauptlauf in hellgrün will es wieder ein bisschen kälter. Die Hauptniederschlagstätigkeit in dieser Woche und zu Beginn der nächsten Woche wird dann später etwas nachlassen. Und vor allen Dingen in den kommenden Tagen ist noch vieles der Niederschläge als Schnee dabei. Für den Westen, die hohen Temperaturen gehen runter. Das ist wieder ein Gitterpunkt außerhalb der kalten Luft und auf der Südseite der Luftmassengrenze, wo es mild ist. Viele Niederschläge. In der nächsten Woche geht es dann langsam so ein bisschen runter mit den Temperaturen. Bis zum Ende des Vorhersagezeitraums winterliches ist da nicht mehr dabei, sieht man von einzelnen Läufen ab. In der Mitte taumeln wir um die Luftmassengrenze herum. Wenn wir drin sind, sind wir natürlich mit den Temperaturen bei unter 0 und um die 0 Grad. Sind wir draußen, geht es rauf und dann wieder runter. Deshalb diese starken Sprünge auch mit stärkeren Niederschlägen. Immer wenn Luftmassenwechsel und Luftmassenaustausch da ist, gibt es viel Regen und zum Teil auch Schnee. Hinten raus eine große Streuung der Temperaturen. Das hat auch damit zu tun, dass wir es mit mehr Hochdruck zu tun bekommen. Auch weniger Niederschläge bedeutet, wenn wir zum Beispiel Hochdruck haben bei 5 Grad in 1500 Meter Höhe, dann geht es auf über 15 Richtung 20 Grad. Haben wir allerdings von Nordosten minus 10 Grad in 1500 Meter Höhe, dann sind es tagsüber nur knapp über 0 Grad und in den Nächten gibt es Frost. Dargestellt ist das auch im Osten. Hier mit den noch relativ kalten Temperaturen wird dann milder werden. Die Niederschläge lassen ein bisschen nach. In den nächsten Tagen noch einiges als Schnee. Das wird dann mehr und mehr nachlassen. Und zu guter Letzt der Blick in den Süden, der ja momentan völlig außen vor ist, was die Kaltluft angeht, zumindest der äußerste Süden. Das wird sich am Wochenende und wohl in der nächsten Woche ändern. Da kommen mehr Schneesignale auf. Das wird sich also wieder drehen. Dann hinten raus die große Streuung zwischen sehr milden und kälteren Läufen. Zwischendurch sind Läufe logischerweise dabei, auch mit Schnee. Puh, bis später.